Weltraumbahnhof Baikonur. Mit dieser Rakete startet die größte europäische Mars-Mission, ExoMars. Eine Milliardeninvestition, mit der Europa Raumfahrtgeschichte schreiben will. Als Neil Armstrong den Mond betrat, saß ich gebannt vor dem Fernseher. Und so bin ich dann zur Raumfahrt und den Missionen gekommen. So wie Obelix als Kind in den Zaubertrank fiel, kam ich zu den Missionen und bin dabei geblieben. Seit 24 Jahren bin ich nun an den Missionen beteiligt. Seit 17 Jahren an Mars-Missionen. Während des Starts muss man Vertrauen in die Rakete und in die oberste Stufe haben, die uns unsere russischen Kollegen liefern. In dieser Phase, die natürlich sehr lange dauert, ist der Satellit nicht in unseren Händen. Natürlich können unvorhergesehene Dinge passieren. Doch wir müssen einfach darauf vertrauen, dass der Satellit 10 Stunden nach dem Start im All ist. Am richtigen Punkt, mit der nötigen Geschwindigkeit, um sich in der richtigen Richtung auf den Mars zuzubewegen. März 2016. Die Europäische Weltraumagentur ESA und Russlands Raumfahrtagentur Roskosmos starten die Mission ExoMars. Ziel von ExoMars ist die Suche nach Leben auf dem Mars. Die Rakete transportiert einen Orbiter, der in einer Umlaufbahn den Mars umrunden soll, und die Sonde Schiaparelli für den großen Landetest auf dem roten Planeten. Kurz vor Erreichen des Mars wird die Sonde abgekoppelt und soll dann ihre Landung selbst dokumentieren. Dafür sendet sie permanent Daten über ihren Zustand, sogenannte Telemetriedaten, zum Kontrollzentrum. Ein ambitionierter Plan. Das ist eine lange Reise von 500 Millionen Kilometern in 7 Monaten, also fast 200 Tage. Es können kleinere Fehler am Satelliten auftreten. Wir haben aber Verfahren geübt, um diese zu reparieren und zu beheben. Es können auch Probleme in der Umgebung auftreten, wie Sonnenstürme und Sonneneruptionen. Sie können die Kameras stören, die sich anhand der Sterne orientieren. Wenn wir auf dem Weg zum Mars sind, dann muss die Mission funktionieren. Das ist eine besondere Herausforderung, und das in einem Bereich, in dem wir starke Strahlung haben, in dem wir starke Temperaturschwankungen haben. Also so jede Mission ist eine wirkliche Herausforderung an die Geräte. Und deshalb ist es auch, wenn wir zum Mars fliegen, ganz und gar nicht so, dass wir sagen können, das funktioniert automatisch, sondern es ist ein ordentliches, gerütteltes Maß an Risiko dabei. Dieses Risiko ist die ESA schon einmal eingegangen, im Jahr 2003 mit der Mission Mars Express. Damals fliegen ebenfalls ein Satellit und eine Landesonde Richtung Mars. Die Sonde soll, wie nun Schiaparelli, auf dem Mars aufsetzen, aber der Funkkontakt bricht ab. Erst 2015 wird die Sonde wiederentdeckt. Offenbar war sie weich gelandet. Der Grund für das Scheitern bleibt ungeklärt, denn über die gesamte Abstiegsphase liegen keinerlei Telemetriedaten vor. Der Satellit hingegen funktioniert nach wie vor, liefert Bilder vom Mars und findet dort unter anderem riesige Wassermengen, eine Voraussetzung für Leben. Deshalb wollen wir auch immer wieder zum Mars, weil der Mars als unser nächster Nachbar, ein Planet, eben der mit einer besonderen Atmosphäre in der Vergangenheit schon da war und jetzt immer noch eine Atmosphäre hat, er eine relativ gute Ausgangsposition für die Entstehung von Leben hat. Und deshalb sind wir derzeit wieder auf dem Weg zum Mars. Der Mars hatte einst eine dichtere und vielleicht sogar lebensfreundlichere Atmosphäre. Aber das ist Milliarden Jahre her.
Der Luftdruck auf der Oberfläche ist heute mehr als 100 Mal geringer als auf der Erde. Ohne schützenden Raumanzug könnten Menschen hier nicht überleben. Die Luft selbst besteht zu 95% aus Kohlendioxid. Doch erstaunlicherweise enthält sie Spuren von Methan. Auf der Erde wird das durch Bakterien gebildet. Ob das auf dem Mars auch so ist, soll der ExoMars-Orbiter genauer untersuchen und heißt deswegen auch Spurengas-Orbiter. Außerdem kann der Orbiter helfen zu klären, was es mit den Rinnen an den Berghängen auf sich hat, die je nach Jahreszeit auftauchen und wieder verschwinden. Die große Herausforderung aber ist das Landen. Der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA ist es bereits mehrmals gelungen. Nicht nur mit Sonden, sondern auch mit Raumfahrzeugen, sogenannten Rovern. Besonders spektakulär mit Curiosity im Jahr 2012. Die Atmosphäre auf der Marsoberfläche ist so dünn, dass wir extra designte Bremsraketen verwenden mussten. Und um die Staubaufwirbelung auf ein Minimum zu reduzieren, entwickelten wir für die Curiosity-Landung das Skycrane-System, mit dem wir den Rover aus vielen Metern Höhe an Seilen hinab auf die Oberfläche brachten. Mit Rovern wie Curiosity ist die NASA der europäischen Raumfahrt weit voraus. Und die NASA will noch viel mehr. Menschen auf den Mars bringen. Und das bereits ab 2030. Zum ersten Mal seit der Apollo-Mondlandung bereitet die NASA die Entsendung von Astronauten vor. Für das größte Abenteuer aller Zeiten jenseits des Erdorbits. NASAs Reise zum Mars. Aber ich denke, dass wir von der NASA immer wieder deutlich gemacht haben, dass wir sehr daran interessiert sind, diese Reise zum Mars gemeinsam mit anderen zu unternehmen. Denn letztlich geht es darum, was in der Realität finanzierbar und technisch machbar ist. Und auch darum, ob wir es schaffen, im gesteckten Zeitrahmen dieses Ziel zu erreichen. Im Kino braucht man sich nicht um die Realität zu kümmern. Im Science-Fiction-Drama Der Marsianer von Regisseur Ridley Scott wird ein NASA-Astronaut versehentlich allein auf dem roten Planeten zurückgelassen. Sauerstofflevel kritisch. Der Film ist sehr nah an der wissenschaftlichen Wirklichkeit. Trotz fortgeschrittener technischer Möglichkeiten muss der Held, gespielt von Matt Damon, sich mit teils ungewöhnlichen Methoden behelfen, um zu überleben. Wenn man die Risiken bedenkt, habe ich eigentlich nur eine Option. Ich muss mich mit Wissenschaft aus der Scheiße ziehen. Der Film sorgte für große Marsbegeisterung in der Öffentlichkeit und wirbt für das langfristige Ziel, bemannte Marsmission. Auch wenn es noch Science-Fiction ist, die ESA untersucht schon länger die Probleme, die bei bemannten Raumreisen in unserem Sonnensystem auftreten. Schwerelosigkeit ist eines der größten, weil sie die körperliche Gesundheit der Astronauten angreift. Allein der Hinflug zum Mars dauert 7 Monate. Knochen und Muskeln werden bei monatelanger Schwerelosigkeit abgebaut. Mit diesem Problem kämpfen auch die Astronauten auf der Internationalen Raumstation ISS. An einer Forschungseinrichtung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Köln wird dazu eine Studie durchgeführt. In wohldefinierter Schräglage, der Kopf ist um 6 Grad nach unten geneigt, damit das Blut aus den Beinen fließt, legen sich Freiwillige 60 Tage lang ins Bett. So lassen sich die Auswirkungen der Schwerelosigkeit im All ziemlich genau simulieren. Die Hälfte der Teilnehmer ist zu absoluter Bettruhe verdammt. Knochendichte-Messungen bei ihnen zeigen, dass Knochenmasse und Dichte rapide abnehmen. Denn unser Körper baut radikal alles ab, was nicht benötigt wird. Auch die Muskelmasse schwindet bereits nach Tagen deutlich sichtbar. Für dieses Problem gilt es, Lösungen zu finden. Im All müssen Astronauten deshalb jeden Tag 2,5 Stunden mit Training verbringen. Nur so können Alexander Gerst oder Samantha Cristoforetti den Abbau ihrer Muskeln und Knochen verhindern.
In der simulierten Schwerelosigkeit der Bettruhestudie in Köln testet man dafür ein neues Trainingsgerät. Die andere Hälfte der Teilnehmer darf die Bettruhe unterbrechen, um zu trainieren. Und stopp. Das, was momentan fehlt eigentlich im All, ist, dass man eine Gegenmaßnahme hat oder trainiert, wobei Kräfte, hohe Kräfte und schneller Kraftaufbau zusammenfließen. Und das ist eigentlich mit Sprünge der Fall. Die Sprünge bewirken leichte Verformungen an den Knochen. Die Reize genügen, um dem natürlich einsetzenden Knochenabbau entgegenzuwirken. Nach 60 Tagen in der Horizontalen dürfen alle Teilnehmer das erste Mal wieder aufstehen. Wir wurden dann halt auf diesen Kipptisch gefahren. Und dann wurde man ohne irgendwelche Kommentare vorher gleich angekippt auf, 80 Grad. Für mich kam das vor, als wären das 2-3 Minuten gewesen, bevor ich wieder zurückgekippt wurde, weil mein Kreislauf dann weggesackt ist, weil das ganze Blut in die Beine geströmt ist und man hat dann wirklich so dagestanden und hatte so das Gefühl, ich möchte jetzt am liebsten nach unten wegbrechen. Dieses Gefühl kennt jeder Astronaut, der nach Monaten von der ISS auf die Erde zurückkehrt. Das Problem, was wir bislang haben, auch mit Astronauten, ist diese sogenannte orthostatische Intoleranz. Wenn die 6 Monate im All waren, auch wenn die Muskeln noch relativ aufrecht sind, kreislaufmäßig sind die relativ instabil. Das ist im Prinzip nicht ein Problem momentan, weil wenn die in der Steppe von Kasachstan landen, sind da Hubschrauber und die Russen sind da. Das können wir natürlich nicht leisten, wenn Astronauten auf Mars landen. Die müssen natürlich die Fähigkeit haben, aufrecht zu stehen und Sachen zu machen. Im Science-Fiction-Drama der Marsianer entstehen solche körperlichen Anpassungsschwierigkeiten erst gar nicht. Denn das Filmraumschiff erschafft für seine Astronauten künstliche Schwerkraft. Es besitzt eine Einheit, die permanent um das Schiff rotiert und somit Zentrifugal- oder Fliehkräfte entwickelt. Die wirken ganz ähnlich wie die natürliche Anziehungskraft der Erde. Eine ähnliche Idee verfolgt man auch in Köln. Mit einem weiteren Trainingsgerät, das ebenfalls künstliche Schwerkraft erzeugen kann. Fast so elegant wie im Film. Wenn ich das hier so vom Ablauf her auch ein bisschen teste, das ist ja das, was wir heute machen, ist es schon so, dass wir auch ein bisschen Auge drauf legen, dass das für einen Astronauten nachher auch praktikabel sein soll. Also man muss sich ja mal überlegen, ich stehe hier wunderbar auf der Erde, bin gewohnt, hier auf der Erde rumzulaufen, kann alles machen. Ein Astronaut ist in der Schwerelosigkeit, der muss sich entsprechend festhalten, der darf jetzt nicht 1000 Kabel angeschlossen bekommen. Anders als später im All muss er von seinem Kollegen Guido Petrat aber noch akribisch verkabelt werden. Zur Sicherheit. Herzfrequenz, Atem und Blutdruck werden während des Trainings an der neuen Maschine ständig überwacht. Denn die Kräfte, die hier gleich auftreten, können sogar dazu führen, dass er ohnmächtig wird. Da gibt es ganz klare Zeichen, die dann auch zum Abbruch führen. Und damit ihm nicht ohnmächtig wird, haben wir halt auch die Ärzte da sitzen, die das halt überwachen. Okay, tschüss. Alles klar. Und heavy spinning, ne? Danke. Guido, wir machen jetzt Blutdruck und dann starten wir. Alles klar. Also im Start der Zentrifuge merkt man halt schon deutlich, dass man Richtung Sitz gedrückt wird und erlebt auch so eine gewisse Form von Schwindel. Und letztendlich bei der anvisierten Geschwindigkeit, bei 2G diesmal am Körperschwerpunkt, hat man schon einen sehr starken Druck halt auch. Also man wird mit dem doppelten Körpergewicht am Schwerpunkt halt wirklich in den Sitz gedrückt und hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass man ein bisschen schwerer atmet. Zentrifugentraining im All könnte dazu beitragen, dass künftige Mars-Astronauten aus ihrem Raumschiff klettern können, ohne dass ihr Kreislauf zusammenbricht. Okay, jetzt mal vorsichtig nach links. Oh ja, das merkt man. Okay. Oh ja. Und jetzt nach rechts geht's. Ja, also man merkt es schon. Ich kenne das Gefühl ja. Ja. Aber es ist schon deutlich spürbar, dieser Schwindel, der dann entsteht.
Okay, du kannst aufhören zu treten. Wunderbar. Und wir sind durch. Also Test war gut. Man hat gemerkt, es ist eine Anstrengung. Also ich bin noch ein bisschen geschwitzt jetzt, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, es wäre jetzt zu viel. Also ich denke mir schon, dass es was im Weltraum ist und dass es auch sicherlich irgendwann auch Spaß machen könnte. Mit Forschungen wie dieser bereiten ESA und NASA die Astronauten auf die gemeinsame bemannte Reise zum Mars vor. Aber Menschen zum Mars zu bringen, ist extrem aufwendig und teuer. Und die Raumfahrtagenturen haben dafür bislang noch kein geeignetes Transportsystem. Und da kommt eine private Raumfahrtfirma ins Spiel, SpaceX mit ihrem Raumschiff Red Dragon. Die Red Dragon könnte in Zukunft möglicherweise Menschen zum Mars hin und wieder zurückfliegen. Noch vor 2020 soll es einen unbemannten Testflug geben. Bemannte Mars-Missionen sind der persönliche Traum des Milliardärs und Firmengründers von SpaceX, Elon Musk. SpaceX arbeitet bereits jetzt mit der NASA zusammen, bei Versorgungsflügen zur Internationalen Raumstation. Die Firma könnte zum Partner der Raumfahrtagenturen für die bemannte Reise zum Mars werden, denn sie hat eine besondere Raketentechnik entwickelt. Die Hauptraketenstufe verglüht nicht im All, sondern kann landen und wieder starten. Sie nennen das Überschallbremsraketen. Und Elon Musk bei SpaceX hat damit experimentiert, als er auf so spektakuläre Weise die erste Raketenstufe wieder auf dem Startplatz landen ließ. Diese Technik wird man wohl brauchen, wenn man vorhat, mehr zum Mars zu transportieren als bisher. Das Hauptargument für die Raketentechnik von SpaceX? Die Marsflüge werden günstiger, weil die Rakete wiederverwendet werden kann. Die Kosten bemannter Marsmissionen ließen sich dadurch erheblich senken. Und solche Missionen wird es nur dann geben, wenn sie sich jemals finanzieren lassen. Zurück nach Europa, zur laufenden Mission ExoMars. Flugdirektor Michel Denis ist auf dem Weg ins Kontrollzentrum. Die Hoffnung der europäischen Raumfahrt wird heute auf uns ruhen. Der große Tag ist die Landung auf dem Mars. Zuerst muss es zu 100% klappen, dass sich die Landesonde Schiaparelli vom Spurengasorbiter trennt. Ein Radioteleskop im indischen Pune soll das Signal einer erfolgreichen Trennung nach Darmstadt übertragen. Millionen Kilometer entfernt von der Erde soll nun die Landesonde Schiaparelli vom Spurengasorbiter abgetrennt werden. Die Steuerungssoftware ist bereits auf Automatik geschaltet. Denn ein Funksignal von der Erde zum Mars braucht fast 10 Minuten. Direktes Steuern ist ausgeschlossen. Nur wenn die Trennung gelingt, kann Schiaparelli auf dem Mars landen und der Spurengasorbiter auf eine Flugbahn um den Mars gebracht werden. Zunächst scheint alles gut. Das Radioteleskop in Pune leitet ein Signal weiter, das auf eine geglückte Trennung hinweist. Michel Denis ist erleichtert. Doch dann, irgendetwas scheint nicht in Ordnung zu sein. Das Flugteam beginnt zu diskutieren. Keine Telemetrie mehr vom Orbiter. Die Presse, die das Geschehen beobachtet, wird vor die Tür geschickt. Erst 30 Minuten später eine Erklärung. Wir bestätigen die erfolgreiche Trennung des Schiaparelli-Moduls. Das Signal zum Spurengasorbiter wurde wiederhergestellt und es wird untersucht, warum wir noch keine Telemetrie haben. Es scheint nichts Ernstes zu sein,
Eine Anomalie. Wir haben uns dann versammelt, wie wir das bei jeder Anomalie tun. Wir haben festgestellt, dass kein gravierendes Problem besteht, das nicht mit einigen Befehlen behoben werden kann, und haben den Bordfunk des Orbiters neu konfiguriert, damit er uns die Telemetrie schicken kann. Letztendlich hat das Trennungsmanöver funktioniert. In 3 Tagen dann soll Schiaparelli landen und der Spurengasorbiter soll so abgebremst werden, dass er auf der passenden Umlaufbahn um den Mars kreist. Andere halten sich mit unbemannten Mars-Missionen, mit Satelliten und Landesonden gar nicht erst auf. Mars One will establish human settlement on Mars in 2023. Mars One wird 2023 den Mars besiedeln. Auch wenn die private niederländische Mars One-Organisation bereits Freiwillige zur Besiedlung des Mars auf ihre Reise vorbereitet, gilt das Projekt als sehr umstritten. Nicht nur, weil die im Werbeclip gezeigten Behausungen, Habitate aus Metall, kaum reichen, um die hohe kosmische Strahlung abzuschirmen. Vor allem, es gibt keinen Rückflug. Die Begründung ist so ähnlich, dass man sagt, naja, nach USA oder nach Amerika sind wir auch ausgewandert, ohne zu wissen, wie es dort war, und haben es auch als One-Way akzeptiert. Aber die Menschen, die damals ausgewandert sind, sind ausgewandert, weil sie es besser haben wollten. Und das muss man klipp und klar sagen, wer zum Mars auswandert, wird es schlechter haben. Der wird in Dosen leben und der wird dann dort auch sterben. Und ich hoffe nur, wenn es tatsächlich passiert, dass diese Mars-One-Mission stattfindet, dass wir nicht dann beobachten müssen, wie Menschen dort an Krankheiten sterben, die wir vielleicht auf der Erde gut behandeln könnten. Das wäre wirklich fürchterlich. Auch im Science-Fiction-Drama Der Marsianer muss der Held Mark Watney 1,5 Jahre in seinem Habitat ausharren. Allerdings werden im Spielfilm manche realen Probleme schlicht unterschlagen. Auch das zeltartige Wohnmodul des Filmhelden ist wohl kaum gegen die kosmische Strahlung geschützt. Zwar stehen Watney Techniken zur Verfügung, an denen man bereits heute forscht, aber ganz so schnell wird es wohl nicht gehen. Der Weg für Menschen zum Mars könnte über einen Umweg führen. Einen anderen Himmelskörper, der wesentlich näher liegt und von der Erde aus auch wesentlich besser erreichbar ist. Nur 3 Tage dauert die Reise und wir waren sogar schon dort. Wir müssen gemeinsam zum Mond zurück, der ist noch lange nicht erforscht. Also der Mond hat noch viel Geheimnisse, aber gerade in der Zusammenarbeit mit der Perspektive Mars ist ja ein ganz wichtiger Schritt. Wir brauchen ein Testgelände, einen Ort, der uns herausfordert und auch weit genug weg ist, aber eben nicht so weit weg wie der Mars, wo wir unsere Technologien und Konzepte ausprobieren können. Während die Raumfahrtbehörden noch über Jan Wörners Vorschlag eines internationalen Monddorfes debattieren, entwickeln Studenten bei der ESA bereits erste Konzepte, beispielsweise für künftige Habitate. Für ihn ist das Innere des Mondhabitats 3-dimensional erlebbar. Stipendiat Marcial Costantini hat die künstliche Mondwelt programmiert, die man mit einer 3D-Brille so erleben kann, als wäre man vor Ort. Also diese Mondbasis hier ist eine Simulation, ein virtueller Prototyp, in die wir den Astronauten hineinversetzen können und schauen, wie effektiv er arbeitet. Abhängig von diesen Testergebnissen schauen wir, was wir verbessern können und stellen einen neuen virtuellen Prototypen her, der bessere Fähigkeiten haben wird. Diese Software hier ist sehr flexibel. Wir können uns einfach an eine Mars-Umgebung oder auch andere Umgebungen anpassen. On peut parfaitement s'adapter à un scénario pour Mars ou même pour encore autre chose. Entstanden ist das virtuelle Modell in nur wenigen Wochen am Astronautenzentrum der ESA in Köln. Unter der Leitung der Astronautin Samantha Cristoforetti arbeiten hier junge Leute aus ganz Europa an Konzepten und neuen Ideen.
Wir schauen wirklich weit in die Zukunft und haben hier mit Technologien zu tun, die noch in den Kinderschuhen stecken. Dinge, die noch total neu sind. Gemeinsam mit den Studenten probieren wir unbekannte Wege aus und lassen uns überraschen, ob etwas Gutes dabei herauskommt. Und wenn nicht, dann ist das auch okay. Well, it's just a matter of time and iteration. Regelmäßig stellen sich die Stipendiaten ihre Arbeiten gegenseitig vor. Cillian Murphy arbeitet an einem Strahlenschutzkonzept. Was wirklich gefährlich ist für die Astronauten und auch für die Maschinen, das ist die Strahlendosis. Das beschäftigt uns natürlich sehr. Diese Grafik vermittelt einen ganz guten Eindruck davon, wie hoch die Strahlung sein kann. Ohne effektiven Schutz ist die Strahlung der Sonne, die kosmische Strahlung, zerstörerisch und lebensfeindlich. Ein natürlicher Schutzmechanismus ist das Magnetfeld der Erde. Es kann sogar Sonnenstürme ablenken. Doch Mars oder Mond haben kein Magnetfeld. Ohne künstlichen Schutz durch ein Habitat würden Astronauten in kurzer Zeit an Krebs versterben. Am wichtigsten ist es, da es sehr schwierig und kostspielig ist, Schutzschilde oder Baumaterial auf den Mond oder generell in den Weltraum zu befördern, mit dem zu arbeiten, was es dort bereits gibt. Bei diesem Projekt geht es allein darum, wie wir Mondgestein und Mondstaub zu unserem Schutz nutzbar machen können. Planetenstaub heißt im Fachjargon Regolith. Mit ihm wird in Köln experimentiert. Ein Szenario ist, dass man Regolith festigt, um mit Robotern meterdicke Schutzwände gegen die Strahlung zu bauen. Ob das mit Mikrowellen möglich sein wird, wie eine Designstudie des Architektenbüros Norman Foster zeigt, wird noch getestet. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Auch Licht reicht, um aus Regolith festes Gestein zu machen. Man müsste nur das Licht der Sonne einfangen. Fest steht, zum Mars wird man so gut wie nichts mitnehmen können. Und da wird eine Technik wohl besonders wichtig. Wir haben hier eine kleine 3D-Kette ausgedruckt. Sie ist aus Plastik, das heißt, dass sie recycelt werden kann. Wenn man auf einer Raumfahrtmission ein Werkzeug braucht, kann man es sich einfach ausdrucken und nach Gebrauch recyceln. Man wird also nie wieder welches mitnehmen müssen. Das Zweite, was Ihnen diese 3D-Kette zeigen soll, ist, dass es möglich ist, sogenannte funktionelle Teile zu drucken, und zwar Teile, die in einem Stück hergestellt werden. Mit konventionellen Fertigungsmethoden wäre das so nicht möglich. Mit Laserstrahlen und Titanstaub lassen sich schon heute hochwertige Werkstücke fertigen. Genauer gesagt, einfach ausdrucken. So wie hier am Institut für Luft- und Raumfahrt in Köln. Dass die Raumfahrt den 3D-Druck weiter voranbringt, nützt auch auf der Erde. So werden etwa komplexe Bauteile für Auto- und Flugzeugindustrie hergestellt. Mit 3D-Druckern lassen sich Werkzeuge in situ, also vor Ort, produzieren, auf einem Raumschiff oder auf der Oberfläche. Und damit sind wir nicht mehr von der Erde abhängig und können viel tiefer und weiter gehen mit unseren Forschungen als bisher möglich. Der 3D-Drucker ist aus unserer Sicht eine sehr wichtige Technik. Doch es gibt noch andere Probleme auf Mond oder Mars zu lösen. Wie soll man die Astronauten mit genügend Nahrung versorgen? Dazu konstruieren die Kölner Studenten einen Gemüseschrank. Dann werden Tomatensamen gepflanzt. Das Ganze wächst natürlich wieder auf Planetenstaub, dem Regolith. Filmheld Mark Watney pflanzt Kartoffeln an, um den langen Aufenthalt auf dem Mars zu überleben. Ein Gewächshaus auf dem Mars anlegen, was bei Watney als genial umgesetzte Notlösung daherkommt, ist in der Forschung ein plausibles Zukunftskonzept für bemannte Mars-Missionen. Verfolgt wird es etwa in einem Forschungsvorhaben namens CROP. CROP steht für Pflanze oder Ernte. Hier kann wohl erst in ein paar Wochen geerntet werden,
aber die Tomatenpflanzen wachsen gut. Zur Bewässerung und Düngung wird später der Urin der Astronauten verwendet. Spezielle Bakterienkulturen bauen ihn so um, dass er für die Pflanze nutzbar wird. So kann aus Regolith fruchtbarer Boden entstehen. Zurzeit interessiert uns besonders das Regolith, weil es sich möglicherweise für Anpflanzung und die Anzucht von Samen eignet. Ja, wir probieren da Ähnliches wie Mark Watney in der Marsianer. Aber bis zu solchen Ernteerfolgen wird es wohl noch eine ganze Weile dauern. Die Experimente befinden sich noch in einem sehr frühen Stadium. Im Moment beschäftigen uns halbgeschlossene Systeme, mit denen wir Bedingungen simulieren, unter denen der Anbau von Pflanzen in Mond- oder Mars-Habitaten möglich wird. Astronauten auf dem Mars werden wahrscheinlich eigene Nahrungsmittel anbauen. Doch es wird noch Jahre dauern, bis die Konzepte dafür ausgereift sind. Eine astronautische Tour zum Mars ist sehr, sehr anspruchsvoll. Dauert etwa hin und zurück 2 Jahre. Der Mars ist auch kein Ziel, was wir so innerhalb der nächsten 10 Jahre angehen können. Das wird deutlich länger dauern. Aber ich bin sicher, der Mensch wird zum Mars fliegen und wird den Mars mit eigenen Füßen betreten. Zurück zur unbemannten Mission ExoMars. In wenigen Stunden soll die Landesonde Schiaparelli auf dem roten Planeten aufsetzen und der Spurengasorbiter in die richtige Umlaufbahn einschwenken. Ein großer Tag für Europas Raumfahrt, aber auch für Flugleiter Michel Denis. Seine beiden Kinder und sein Vater sind dabei. Wie in allen großen Momenten im Leben ist es schön, die Familie um sich zu haben. Da wird einem warm ums Herz. Das hatte ich mir versprochen, weil als ich das letzte Mal zum Mars gereist bin, war gerade Weihnachten und ich konnte nicht bei meinen Kindern sein. Doch heute sind meine Kinder bei mir. Er ist bestimmt stolz. Ja, er ist sehr stolz. Bist du stolz? Oh, oui, super. Super. Et optimiste. Optimiste. Wenn wir keine Optimisten wären, würden wir diese Arbeit nicht machen. Der Plan. Ein Hitzeschild soll bremsen, wenn Schiaparelli mit 17-facher Schallgeschwindigkeit in die dünne Marsatmosphäre eintritt. Noch bei Überschallgeschwindigkeit soll sich ein Fallschirm öffnen. Sobald Hitzeschild und Fallschirm abgesprengt sind, sollen Bremsraketen zünden. Abgefedert von der verformbaren Unterseite kommt es zur Landung, zum Touchdown. Wenn alles funktioniert. Fernsehsender aus aller Welt berichten. Die ESA macht das Lande-Event zu einer Art Medienshow, die live im Internet übertragen wird. Millionen Menschen können dabei sein, wenn Schiaparelli dem Mars immer näher kommt. Ich kann bestätigen, dass vor ein paar Minuten Schiaparellis Signal aus Pune übermittelt wurde. Und wie man auf unserem Bildschirm sehen kann, ist die Landesonde aufgewacht und bereitet sich auf die finale Phase ihrer Ankunft auf dem Mars vor. Doch erstmal ist wichtig, was mit dem Spurengasorbiter passiert. Nur wenn er heil in der passenden Umlaufbahn ankommt, kann die Mission ExoMars überhaupt weitergehen. Denn über ihn läuft die Signalübertragung zur Erde. Seit 135 Minuten führt er sein Bremsmanöver durch. Die Schwerkraft des Mars muss ihn einfangen. Misslingt das Bremsmanöver, ist die gesamte Mission verloren. Yeah! Mit großer Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlicher noch als gerade eben, haben wir jetzt 2 Satelliten, die um den Mars fliegen. Davon können wir jetzt erstmal ausgehen. Mehr als 10 Jahre nach Mars Express, der 2. große Erfolg. Neighbors! Yes, neighbors! Oh! Silvia! Oh, super!
Ja, also für mich ist es ein großartiger Moment, jetzt zurück auf dem Mars zu sein. Klar, wir sind ja schon dort. Und als ich gerade mit einem Kollegen redete, meinte der, wir sind jetzt Nachbarn. Ja, tatsächlich sind wir jetzt Nachbarn auf dem Mars. Nichtsdestotrotz sollten wir aber noch ein bisschen abwarten, um zu wissen, was jetzt mit dem Lander, mit dem Testlander passiert. Pressekonferenz am nächsten Tag. Für die Fortführung der ExoMars-Mission im Jahr 2020 fehlen noch 300 Millionen Euro. Schlechtes Timing für einen Fehlschlag. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Lander intakt ist? We don't know. Wir wissen es nicht. Ich meine, Andrea sagte ja schon, wir haben eine Menge Daten. Im Moment ist es sehr schwer, Angaben zur Wahrscheinlichkeit zu machen. Was wollen Sie, eine Prozentangabe oder was? Ja, ich bin zufrieden. Ich weiß, dass unsere Ingenieure eine großartige Arbeit leisten. Nichtsdestotrotz braucht es auch ein wenig Glück, um erfolgreich zu sein. Und ich denke, es ist ein Riesenerfolg. Glauben Sie, die Minister, die über die Finanzierung der 2020-Mission im Dezember entscheiden, werden das auch so positiv sehen wie Sie? Ist 2020 jetzt in Gefahr? Ich denke, sie werden erkennen, dass die Mission ein Erfolg ist. Wir brauchen sie nicht zu überzeugen. Wir brauchen ihnen nur die Ergebnisse zu zeigen. Die Ergebnisse sind eindeutig. Noch am selben Tag entstehen Fotos von Fallschirm, Hitzeschild und Einschlagskrater. Nach dem harten Touchdown von Schiaparelli habe ich als erstes von der NASA eine Gratulation bekommen und die war ehrlich gemeint, nicht zynisch. Daraus werden sie viel lernen, denn es ist wirklich ein Glück, so viele Telemetriedaten gewonnen zu haben. Wir haben nicht den Kontakt zu Schiaparelli verloren, bevor er seine wichtigste Aufgabe getan hat, nämlich den Marsboden erreicht hat. Also erst als er den Marsboden erreicht hat, ist die Verbindung abgerissen, weil Schiaparelli dann leider zerstört wurde. Bis dahin haben wir alle Daten und das war für uns das Allerwichtigste. Daten, mit denen Europas Raumfahrt beim nächsten Landeversuch im Jahr 2020 alles richtig machen muss. Dann darf es keine Bruchlandung geben, denn es soll das Herzstück der Mission auf dem Mars aufsetzen. Ein Rover mit neuester Technik. Hunderte Millionen Euro wird das kosten. Ob sich das den Geldgebern vermitteln lässt? Ministerratskonferenz in Luzern. Alle zwei Jahre treffen sich die zuständigen Minister der 22 Mitgliedstaaten der ESA und verhandeln das Gesamtbudget. Der ESA-Chef muss die Minister diesmal nicht nur dazu bringen, die fehlenden Finanzmittel für ExoMars zu bewilligen. Hier geht es um die Finanzierung aller Projekte der Europäischen Raumfahrtagentur. Wenn wir da nicht erfolgreich sind, dann müssen wir schließen. Also so einfach ist das. Wir kriegen das gesamte Geld, was wir haben, kriegen wir über diese Ministerratskonferenzen. Wir müssen also belegen, dass wir gute Vorschläge haben. Die ESA wünscht sich für die nächsten zwei Jahre insgesamt 11 Milliarden Euro für laufende und künftige Projekte. Fest steht, ExoMars verursacht ungeplante Mehrkosten. Und zwar nicht, wie es bislang hieß, in Höhe von 300 Millionen Euro. Seit der Schiaparelli-Bruchlandung geht es nun sogar um 400 Millionen Euro Mehrkosten. Wird Jan Wörner die Minister davon überzeugen, die Mission ExoMars weiter zu finanzieren? Ein Teil der Presse fordert die Mission nun zu stoppen. Für sie ist die Suche nach dem Leben auf dem Mars mittlerweile einfach nur eine Verschwendung von Steuergeldern, ein Milliardenaufwand ohne greifbaren Nutzen. Welcher Nutzen von Missionen wie ExoMars zu erwarten ist, darüber wird auf der Konferenz diskutiert. Ist Nutzen wirklich nur das, dass ich am Tag danach 10 Produkte habe, die ich für das doppelte Geld verkaufen kann?
Oder nicht, ist auch nicht das, was wir im Menschen haben, nämlich die Neugier zu befriedigen, zu verstehen, wie ist unser Universum entstanden? Gibt es da draußen irgendwo noch Leben? Wie sieht die Zukunft aus? Ist das nicht auch etwas, selbst wenn es jenseits einer Legislaturperiode ist, was uns interessiert? Ich glaube schon. Und deshalb, Wissenschaft sollte sich nie diesem Diktat des kurzfristigen Nutzens unterwerfen. Womit genau der Generaldirektor die Minister von der Fortführung der Mission überzeugt hat, dringt nicht nach außen. Klar ist, am Ende entscheiden sie sich für ExoMars und damit für alle Projekte, die den nächsten Teil der Mission vorbereiten. Das Rover-Testgelände für ExoMars. In dem Prototyp, der hier unterwegs ist, stecken mehr als 10 Jahre Entwicklungsarbeit. Eine der Herausforderungen besteht darin, dass der Mars so weit weg ist. Seine Entfernung variiert zwischen 57 und 400 Millionen Kilometern. Selbst das Licht braucht etwa 20 Minuten bis dorthin. Den Rover per Fernsteuerung zu dirigieren ist deshalb schwierig. Stattdessen bekommt er von der Erde aus ein Ziel, das er ansteuern soll, und dann macht er alles allein. Er ist komplett autonom unterwegs, untersucht auf eigene Faust das Gelände, prüft, wo es für ihn sicher ist und wo nicht, und plant sich selbst seinen Weg. Ein Rover ist ein Roboter, der möglichst autonom den Mars erkunden soll. Dieser hier heißt Brian und darf sich bislang nur mit menschlicher Erlaubnis selbstständig machen. Können wir in den autonomen Modus schalten? Ja, ich denke schon. Leg los. Was für einen Menschen einfach ist, sehen, analysieren und dann die Entscheidung zu treffen, wohin man sich bewegt, ist für einen Roboter eine unglaublich schwere Aufgabe. So sieht Brian das Gelände um sich herum. Seine Software trifft die Entscheidung, wohin er als nächstes fahren wird. Denn Brian ist für autonomes Fahren konstruiert. Er ist quasi eine halbintelligente Wahrnehmungsmaschine. Sein Aussehen hat nur wenig mit dem des künftigen Rovers zu tun. Der existiert bislang nur im Computer und wird noch angepasst, um mit den Bedingungen auf dem Mars zurechtzukommen. Der Mars ist sehr kalt. Außerdem gibt es sehr starke Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht. Und die thermische Ausdehnung der verschiedenen Materialien, die wir bei unserem Rover verwenden, verursacht große Probleme. Dann haben wir es auch noch mit Strahlung zu tun und mit Staubstürmen, die Oberflächen abschleifen. Das alles müssen wir verstehen und berücksichtigen. Es gilt also, Brians Nachfolger fit zu machen für die unwirtlichen Bedingungen auf dem Mars. Auf dass er dort Leben entdecke. Aber welches Leben soll es da überhaupt aushalten können? Vermutet werden Bakterien wie diese hier, die auch an lebensfeindlichen Orten der Erde zu finden sind, zum Beispiel tief unten in Bergwerken. Wir auf der Erde finden zum Beispiel hier in Salzgewinnungsanlagen sogenannte halophile Archaeen. Diese bei 30%, also bei Salzsaturierung, leben, nicht nur überleben, sondern wirklich aktiv leben. Selbst wenn der Salzgehalt zu hoch wird, werden salzliebende Bakterien nicht zerstört, sondern können eingeschlossen im Stein unbeschadet Jahrmillionen überdauern. In Wasser gelöst können solche Bakterienfossile dann sogar wieder zum Leben erwachen. Forscher wie Stefan Leuko vom Institut für Raumfahrtmedizin in Köln unterziehen solche und viele andere Bakterien einem speziellen Test. Sie verpacken sie in ein Gasgemisch, das vor allem aus Kohlendioxid besteht und die Marsatmosphäre simuliert. Dann kommen die Bakterien 1,5 Jahre an die Außenseite der Internationalen Raumstation, wo Eiseskälte und kosmische Strahlung herrschen. Es ist ähnlich lebensfeindlich wie auf dem Mars.
Nach anderthalb Jahren sind die Proben von der ISS wieder ins Labor zurückgekehrt. Da ist man schon nervös, da muss man schon aufpassen, dass man eben keine Fehler macht und diese Proben auch richtig behandelt, weil eben die Möglichkeiten, auf der ISS ein Experiment zu haben, sehr gering sind. Und da möchte man jetzt gar keine Fehler machen. Die Analyse wird viele Monate andauern. Doch erste Ergebnisse gibt es bereits. Nach den ersten Ergebnissen ist überraschend, dass diese Organismen sehr viel überleben, was wir am Anfang nicht gedacht hätten. Weil also Vakuum überleben sie wunderbar, sie überleben auch sehr viel Strahlung. Gewisse Organismen überleben so viel Strahlung, dass sie an der Oberfläche vom Mars für mehr als 60.000 Jahre leben könnten, wobei der Mensch nach 14 Tagen allein an der Strahlung schon sterben würde. Über Jahrmillionen können auch Bakterien nicht die Dauerstrahlung auf der Marsoberfläche überleben. Aber vielleicht darunter? Nur wenn sie dann schon ein paar Zentimeter runtergehen in die Gesteinsschicht, haben sie wunderbaren Schutz. Und die leben da fröhlich vor sich hin und warten, bis bessere Bedingungen kommen. Und da kann es sein, dass die bis zu 250 Millionen Jahre warten und dann erst wieder zum Leben erweckt werden. Genau solche Bakterienspuren sind es, die der ExoMars-Rover 2020 suchen soll. Bis in 2 Meter Tiefe soll er in das Marsgestein bohren können und Proben nach oben befördern, die nicht der starken kosmischen Strahlung auf der Oberfläche ausgesetzt waren. In einer Art Minilabor sollen sie dann untersucht werden. Jetzt haben wir 600 Grad erreicht, 700 Grad. Das Herzstück wird gerade getestet. Zum Molekülanalysegerät namens MoMA gehört dieser winzige Ofen. Beim Erhitzen auf über 900 Grad soll der Marsstaub verdampfen, inklusive aller Lebensspuren, die man ja eigentlich sucht. Hintergrund ist, dass man da dann eben bestimmte Säuren oder Moleküle nachweisen kann, die eben Lebensgrundsteine sozusagen beinhalten. Das Landegebiet des Rovers wird in einer Gegend mit Wasservorkommen liegen. Auch wenn das Wasser gefroren ist, Lebensspuren von früheren Mars-Ozeanen oder Mars-Seen könnten noch im Untergrund schlummern und von einem europäischen Rover zutage befördert werden. Sie haben vor, viel tiefer zu bohren als wir mit unseren NASA-Rovern. Bislang hat man immer nur auf der Oberfläche maximal in 1-2 Zentimeter Tiefe gekratzt, aber nicht wirklich gebohrt. Dass Weltraumagenturen nun oft zusammenarbeiten, zeigt das Analysegerät MoMA. Es wird in einen Rover der ESA montiert, aber von der NASA finanziert. Die letzten Härtetests. Der Mars ist ja ziemlich kalt, das heißt, wir können hiermit mit Flüssigstickstoff sehr kalte Temperaturen hervorrufen, sodass wir unsere Instrumente, die wir hier in den Weltraum schießen oder dann auch auf dem Mars verwenden, hier auch unter den extremen Bedingungen testen können. Doch alle Bemühungen werden umsonst gewesen sein, wenn ein Fehler passiert. Wir wollen natürlich verhindern, dass wir die Fehler der Vorgänger machen. Die meisten Missionen, die hatten Kontamination von der Erde. Das ist bei der Suche nach Leben ein riesiges Problem. So geschehen bei der Viking-Mission 1976. Eine Messung zeigt Lebensspuren, aber es lässt sich nicht beweisen, ob diese Lebensspuren tatsächlich vom Mars stammen. Inzwischen hat man aus dieser Erfahrung gelernt. Bei uns ist so, dass der Ansatz schon von vornherein so ist, dass wir die Instrumente schon steril liefern. Dass man jetzt also von vornherein schon mit sterilen Instrumenten sozusagen operiert. Dafür braucht es ganz besonderen Aufwand. Die Teile des Analysegeräts MoMA sind eingetroffen. In einer ultrareinen Umgebung werden sie zusammengebaut. Das Protokoll verlangt, dass dort, wo montiert wird, nicht eine einzige Bakterie vorhanden sein darf. Diana Margaritis ist dafür verantwortlich, dass der Reinraum in Turin möglichst bakterienfrei bleibt. In einem normalen Raum findet man etwa 100.000 Bakterien pro Kubikmeter. Im Bereich hinter der Luftschleuse werden noch 50 Keime pro Kubikmeter toleriert. Durch ständiges Reinigen sind es hier nur 2 bis 3 Keime pro Kubikmeter. So this clean room is daily monitored
Dieser Reinraum wird täglich überwacht. Mit Lappen gehen wir über alle Oberflächen, Boden, Tische, Wände, um sicherstellen zu können, dass die Bakterienzahl innerhalb unserer Grenzwerte bleibt. Mit täglichen Laboruntersuchungen prüfen sie, ob die hohen Hygienestandards eingehalten werden. Sollten sie mehr Bakterien finden als vorgeschrieben, dann müssen alle Geräte im Reinraum abgebaut und neu sterilisiert werden. Das ist besonders für den Bereich wichtig, in dem auch das Analysegerät MoMA montiert wird. Hier dürfen überhaupt keine Bakterien sein. Wegen der Handschuhe heißt der Glove-Box-Bereich. Das ist eine wirklich sehr, sehr saubere Umgebung hier. Hier gibt es eine Druckkaskade. In dieser Glovebox herrscht Überdruck und er nimmt von dieser zu Glovebox 1 ab. So wollen wir Verunreinigungen verhindern, wenn Glovebox 1 geöffnet wird. All dieser Aufwand ist nötig, weil man aus den Fehlern vergangener Missionen gelernt hat. Weil man diesmal alles richtig machen will. Damit die Frage nach dem Leben auf dem Mars beantwortet werden kann, wenn die nächste ExoMars-Rakete startet. Leben außerhalb der Erde zu finden, wäre die größte Entdeckung der Menschheitsgeschichte. Ich hoffe, dass wir Leben auf dem Mars finden. Ich habe also den Großteil meiner beruflichen Laufbahn damit verbracht, Richtung Mars zu fliegen und den Mars zu umkreisen. Ich glaube, wir wollen alle unbedingt auf den Mars. Aber wir wissen auch, dass es bis dahin noch einige Zeit dauern wird. Ich bin absolut davon überzeugt, dass es nicht alleine geht. Es braucht eine gemeinsame Anstrengung. Es geht nur miteinander. Ich kann mir vorstellen, dass eine solche Erfahrung die Gesellschaft über nationale Grenzen hinweg vereint. It's the only way to go. Allein wenn wir heute kein Leben mehr oben finden, aber dennoch Spuren, wo wir sagen können, wir wissen, es hat Leben auf dem Mars gegeben, wäre es für mich eine Sensation. Das ist einfach ein faszinierender Planet. Er ist nah, relativ nah, erkundbar. Und über ihn können wir vielleicht auch vieles über unsere Vergangenheit oder unsere Zukunft lernen.